Sommer 2013. Steffen Bockhahn ist damals als Bundestagsabgeordneter zuständig für die Kontrolle der Geheimdienste. Es ist die Zeit, in der Edward Snowden die Spionage der US-Geheimdienste in Deutschland enthüllt. Bockhahn fällt als hartnäckiger Kritiker von CIA und NSA auf. Er rügt den müden Aufklärungswillen der Bundesregierung. Dann passiert Ungewöhnliches. Am Abend des 30.07. des letzten Jahres, kurz vor 10, hat meine Mitarbeiterin gerade telefoniert, als das Telefonat unterbrochen worden ist. Dann hat sie das Display angeschaut, weil man guckt dann ja, was los ist, und hat dann gesehen, wie sich wie von Geisterhand der SMS-Eingang öffnete und die Kurznachrichten, die sie mit mir ausgetauscht hat, durchgesucht und durchgelesen worden sind. Danach öffnete sich dann von selber der E-Mail-Posteingang und dort ist dann gezielt nach Nachrichten mit dem Bezug zum parlamentarischen Kontrollgremium gesucht worden. Ich vermute, dass es der amerikanische oder ein amerikanischer Geheimdienst war. Ein Jahr später, Juni 2014. Vorstellung des Verfassungsschutzberichts durch Minister de Maizière und den Chef der deutschen Spionageabwehr Hans-Georg Maaßen. Er soll aufklären, ob und in welchem Ausmaß die NSA in Deutschland spioniert, das Ergebnis seiner Sonderauswertung bescheiden. Die Sonderauswertung, die wir im vergangenen Jahr eingerichtet haben, zum Thema technische Aufklärung durch westliche Dienste, hat bislang keine Erkenntnisse gebracht, dass westliche Dienste in Deutschland gegen deutsches Recht Spionage betreiben. Keine Erkenntnisse? Zwei Wochen später hat das Land eine neue Spionageaffäre. Der erste Fall spielt hinter den Toren des Bundesnachrichtendienstes in Pullach. Markus R., ein 31-jähriger BND-Mann, soll den Amerikanern hunderte Dokumente verkauft haben. Angeblicher Lohn 25.000 Euro. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Geheimdienstkontrolleure haben den Glauben an die deutsche Spionageabwehr und ihren Chef verloren. Herr Maaßen hat sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und wohl auch nicht die Wahrheit gesagt. Denn wenn wir jetzt hören, dass der Verfassungsschutz an bestimmten Leuten schon längere Zeit dran gewesen ist, dann gab es ja Verdachtsmomente und er wollte sie offensichtlich der Öffentlichkeit nur vorenthalten. Der zweite Verdachtsfall reicht tief ins Innere des Bundesverteidigungsministeriums. Leonid K. ist 37, arbeitet im Referat Politik 1.1. Auch hier der Verdacht, Geheimnisverrat an die Amerikaner. K. ist Experte für Südosteuropa. Pristina, Kosovo. Von 2004 an ist Leonid K. hier mehrfach stationiert. Zeitweise ist er persönlicher Referent des Kommandeurs der KFOR-Friedenstruppen. Hatte Zugang zum militärischen Interna. Im Kosovo arbeitet er mit Andrew M. zusammen. Der ist Sicherheitsberater der US-Regierung, war in Pakistan und Kirgisistan und Jamaika im Einsatz. Im Kosovo soll er den Geheimdienst aufbauen, gemeinsam mit Leonid K. Die beiden werden Freunde. Leonid K. soll Geld bekommen haben, auch technische Geräte, ein Laptop zum Beispiel. Geschenke von Andrew M. Flughafen Pristina. Von hier soll Leonid K. mehrfach nach Istanbul geflogen sein für ungestörte Treffen. K. ist damals im Visier des Verfassungsschutzes, der aber hält ihn für einen russischen Spion. Wenn man sich das so anguckt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man den Russen oder auch den Chinesen eigentlich alles zutraut, während man den Amerikanern blind, im wahrsten Sinne des Wortes blind vertraut hat. Und das rächt sich jetzt. Wir bitten den mutmaßlichen deutschen Spion Leonid K. um ein Interview. Er reagiert nicht. Gegenüber den Ermittlern soll er seine Unschuld beteuert haben. In Haft ist er nicht. Wir versuchen, ihn persönlich zu sprechen, in seiner Wohnung bei Berlin. Er ist da, aber keine Reaktion. Zwei mutmaßliche Spionagefälle in nur wenigen Tagen erschüttern die deutsche Regierungspolitik. Selbst Amerika-Freunde geben sich empört. Wenn das zutrifft, was wir da hören, wäre das wirklich schlimm. Das ist ja sowas von blöd, da kannst du über so viel Dummheit, kann man auch nur weinen. Dann ist ja wohl wirklich zu sagen, jetzt reicht's aber auch mal. Die Folge, der US-Geheimdienstverbindungsmann soll Berlin verlassen. Gespielte Entschlossenheit vielmehr nicht. Jede Bundesregierung seit 1949 weiß, dass sie im Visier der amerikanischen Dienste steht. Insbesondere in so kritischen Bereichen wie Verteidigung oder Wirtschaftspolitik. Man hat das politisch immer geduldet, aus bündnispolitischen Rücksichten. Man hat es immer gewusst. Und insofern sind es Krokodilstränen, die Frau Merkel und Herr Schäuble da vergießen. Deutschland
Die Bundesregierungen trauen sich nicht, die Fragen zu stellen nach dem, was die USA tatsächlich mit ihren Geheimdiensten in Deutschland, in Europa, auch mit der deutschen Bevölkerung veranstaltet. Sie bestehen nicht auf der Beantwortung von Fragen, sondern sie ducken sich weg. Deutsch-amerikanische Freundschaft war noch immer wichtiger als Aufklärung. Als der Deutsch-Libanese Khaled El-Masri durch CIA-Agenten entführt und gefoltert wurde, ließ ihn die Bundesregierung im Stich. Als die CIA über deutsche Flughäfen Menschen entführte, schritt die Bundesregierung nicht ein. Und über Snowdens Enthüllungen zur Massenüberwachung will die Regierung möglichst wenig wissen, ihn nicht in Deutschland befragen. Frankfurt am Main. Die deutsch-amerikanische Geheimdienstzusammenarbeit funktioniert, vermutlich auch hier. In Frankfurt liegen die Leitungen für den größten Internetknoten Europas. Dass der BND hier auf Daten zugreifen kann, wurde 2013 enthüllt. Aktuelle Recherchen von Frontal 21 zeigen, der deutsche Auslandsgeheimdienst hat seit 2009 eine eigene, dauerhafte Datenleitung geschaltet mit Zugriff auf alle Datenströme. Dann wird der gesamte Datenverkehr, der in diesen Leitungen ist, der wird gedoppelt. Das heißt, unbemerkt von den Beteiligten gehen alle E-Mails und alles, was so durch die Datenleitung fließt, nochmal im Doppel gleichzeitig und unbemerkt zum Bundesnachrichtendienst. Ich bin der Auffassung, dass diese Maschinerie außer jedem Verhältnis steht und in die Grundrechte von uns allen eingreift. Der Datenschutzrechtler hatte schon vor Snowdens Enthüllungen den Verdacht, der BND spiele Bürger millionenfach und im Übermaß aus. Eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht verlor Herting. Er konnte nicht nachweisen, dass er selbst vom BND ausgespäht wurde. Der BND versteckt seine Spionage geschickt, erklärt ein Insider, der mit dem Geschehen unmittelbar zu tun hat, gegenüber Frontal 21. Ein großer deutscher Internetanbieter gebe die Tarnung für die BND-Datenleitung ab. Wir fragen die Deutsche Telekom. Antwort: Sie dürfe keine Auskunft zu möglichen Überwachungsmaßnahmen geben. Aufklären könnte die Bundesregierung, doch die will die Recherchen weder bestätigen noch dementieren. Fest steht hingegen: Der BND liefert Daten an US-Geheimdienste. Snowdens Dokumente zeigen, wie eng NSA und BND zusammenarbeiten. Deutsche Grundrechte sind da nur im Weg. Wörtlich heißt es im NSA-Geheimpapier: Der Bundesnachrichtendienst übt Einfluss auf die deutsche Regierung aus, um Datenschutzgesetze zu lockern, damit wir nachrichtendienstliche Erkenntnisse besser austauschen können. Viele CIA-Offiziere in der gegenwärtigen Debatte in den Vereinigten Staaten betonen, dass der BND immer ausgesprochen willfährig gegenüber den amerikanischen Nachrichtendiensten war. Und wir sehen an diesen Beispielen, dass er bemüht ist, deutsches Gesetz zu missachten, wenn es dafür einen operativen Vorteil für die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Diensten gibt. Der NSA-Untersuchungsausschuss muss das aufklären, doch dessen Mitglieder werden wohl selbst abgehört. Zur Eigensicherung will der Ausschussvorsitzende abhörsichere Kommunikationsmittel anschaffen, mechanische Schreibmaschinen.